damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. So, und das Erste, was wir jetzt machen, ist natürlich die Einstellungen ein bisschen zu verändern. Genau, denn das war zu laut. Hier müsste das sein, oder? Warte. Umwelt geht eigentlich. So, wir probieren das jetzt mal aus. Irgendwo muss man anfangen, aber ich denke. Okay. Schon ordentlich, oder? Ich denke, das geht so, oder? Das ist ja witzig. Also ich bin der Meinung, das müsste eigentlich passen. Wenn nicht, also wir testen es jetzt einfach und ihr sagt mir Bescheid, ob es so in Ordnung ist oder nicht. So. Ich bin dafür, dass wir mal so ein bisschen die Stadt in sich hier machen. Da haben wir nicht so viel geguckt. Etwa ja. Sammelobjekte. Ja, das geht ja nicht. Ich kann einfach nur einen Block und gucken, was da so passiert. Fragwürdig. Vielleicht ist hier halt nichts los. Guck mal, da ist doch was. So. Was ist hier? Hier kann man versuchen, das perspektivisch irgendwie zu machen. Das ist so. Könnte man jetzt sagen. Was ist hier? Küche. Badezimmer. Ja, schon das. Ja, das sind so was war ja gerade sagen? So, Tricks. Von sich her. Sollten sie jetzt irgendwie so einen Innenraum dekorieren und alles? Das ist jetzt halt, weil wir gerade mal hier lang gehen, um diese Sammlung zu finden. Ne? Aber ansonsten würde ja kein Mensch großartig da hingehen und sagen, das ist doch ein tolles Spiel entscheiden, dass da die Innenräume moderiert werden. Das ist irgendwie nicht so ganz das, worauf sie beim Spiel ankommt. Bei einem RPG, okay. Ja. Sehe ich ein, aber mit so einer Landwirtschaftssimulation, ja, das ist so wichtig.
kommen wir mal hier rüber. Ja, wir machen das einmal von links nach rechts. So. Ich kann es umwerfen. Die hassen mich jetzt, der Nachbarn. Ja, die sind jetzt ganz schön keine Fans mehr von mir. Ich hoffe, die haben. Muss er nicht. Schreit schon danach, wenn man so auf diesen Punkt da rauf kommt, ist was. Jetzt kommt zum anderen hier ein Puddel. Da ist er hin. Das ist ja besser, ne? Ja, das ist ja gut. So, dann werden wir mal die Leiter erklimmen. Dann haben wir sogar zwei Leitern. Was? Ja. Ist nichts. Ich muss jetzt einmal das ganze Dach abnehmen, ist klar. Nichts. Hier ist Vordach drauf. Gut. Ich frage mich jetzt immer noch, hat auch noch keiner in den Kommentaren so geschrieben, was man halt so bekommt, wenn man das alles hat. Was es dann gibt. Einfach nur ganz viel Geld oder Lob und Anerkennung? Man weiß es ja nicht. Ne? Wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, das Zeug ist ja auch mitten in der Walachei drunter, ne? Ja, deshalb. Da drüben, oh, drüben ist was, da müssen wir hier rüber. Cody's Toy Store. Okay, Cody. Wo ist hier, wo versteckt das? Wo ist hier dein Leiche? Ab, ne? Zur Mitte. Das ist auch schon wieder so. Wenn man sich denken könnte, doch was hier oben sein. Wir sind als nächstes hier. Das heißt, jetzt wieder hier irgendwas. Das sind so die ganz offensichtlichen Sachen, ne? Nichts. Kann nicht sein, dass hier nichts ist.
ja mal cool zu wissen, was passiert, oder? Von einer Sorte als Sorte. Das ist ja schon mal ganz lustig. Trailer. Schade. Ich dachte erst, es wäre ein Traktor oder irgendwas. Oh nö. Weiß nicht. Irgendwas Neues gab es noch als CSC, habe ich nie gesehen. Bin ich der Meinung. Und dann schießt er mir noch mal. Ja, da ist er noch rein. Was ist das? Und was ist das? Und was ist das? Sowieso bei solchen Spielen, die meisten DLCs sind da relativ langweilig. Es sei denn, da kommen neue Elemente mit rein. Das hat man ja leider selten. Das ist dann meist so, oh hey! Wir haben jetzt irgendwelche Fruchtsorten oder irgendwas anderes, das so drin haben. Zum Verarbeiten drin ist ja eher selten. Schreit doch förmlich danach, hier irgendwas reinzulegen, oder? Das ist ein Zeichen zu allen Spielen.
nicht. Zaun hier. Also noch Sicherheitsgefängnis. Schauen wir uns mal kurz. Zum Schluss ein bisschen klein Häuschen. Tja, das war dann unsere kurze Besichtigung hier. Eigenartig. Naja, wir haben es jetzt so gut überlebt. Also, in diesem Sinne, bis dahin. Euer nächster Zauberer.